herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Jetzt erst recht. Ich möchte heute mit dir über das Thema Vergebung sprechen. Ich denke, das Thema, das geht uns einfach alle an und Jesus selbst war das größte Beispiel, was wir uns eigentlich nehmen können. Denn eines der letzten Worte von Jesus war, nachdem er wirklich stunden- und tagelang gefoltert wurde, nachdem er verraten wurde, nachdem er über ihn gelästert wurde, er verleumdet wurde, er zu Unrecht angeklagt wurde, er gehasst wurde, bespuckt wurde, getreten, ausgepeitscht, nachdem er völlig kraftlos war, menschlich gesehen, blutend am Boden, blutend am Kreuz. Da waren seine letzten Worte, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das darf uns das größte Beispiel sein. Ich erlebe im Freiheitsstil immer wieder, dass es einigen Frauen sehr schwer fällt zu verzeihen und ich kann das so gut nachvollziehen. Es ist schwer zu verzeihen, wenn Menschen dir Unrecht getan haben. Schon vielleicht als kleines Kind. Wenn du dich nicht wehren konntest. Im Freiheitsstil geht es ja sehr oft um sexuelle Gewalt oder um körperliche Gewalt. Und da sitzen die Wunden sehr tief. Frauen aus dem Menschenhandel oder Kinder, Menschen, Frauen, die von klein auf an Missbrauch und Vergewaltigung erlebt haben. Da fragt man sich, wie soll ich vergeben? Wir können einfach nur hier für uns sagen, ja, ich möchte vergeben, weil Jesus es getan hat. Ich möchte vergeben, um frei zu werden. Denn eine Sache, die wir bei Vergebung lernen müssen und die so wichtig ist zu verstehen, ist die Tatsache, wenn ich vergebe, dann muss ich das nicht tun, weil ich glaube, dass dich, der du mir wehgetan hast, nichts mehr betrifft, sondern als Vergebende entscheide ich mich zu sagen, ich gebe an Jesus ab. Ich gebe ab. Denn ich bin nicht die Richterin. Der Richter ist Gott. Und wenn ich abgebe, dann befreie ich mich von etwas. Dann lege ich meinen Rucksack, meine Last ab, die ich so lange mit mir rumtrage, die mich hindert, weiterzukommen im Leben, die mich bindet, die mich festhält, die mir immer wieder Schmerz in meine Seele bringt. Und ich möchte dich ermutigen, heute loszulassen, heute vor Gott zu bringen, vor Jesus zu bringen und zu sagen, ich gebe an dich ab, in deinen Verantwortungsbereich, Jesus. Denn ich vertraue dir, dass du das Richtige draus machst. In der Bibel steht, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Alles zum Guten mitwirken. Das, was wir Negatives erlebt haben, wo wir Verletzungen erlebt haben, wo uns Unrecht getan wurde, wo wir uns nicht wehren konnten, wo wir Wunden haben, da möchte Jesus hineinkommen und möchte das verändern. Er möchte das nicht einfach nur wegwischen. Er möchte nicht einfach nur bei der Vergebung bleiben, sondern er möchte etwas draufgeben. Er möchte Heilung schenken. Und auf diese Heilung hinauf möchte er uns noch mehr geben, nämlich, dass es uns zum Besten dient. Ich selbst habe das für mich auch erlebt, wo wirklich Gott Dinge verändert hat, wo ich gebrochen war, wo ich wirklich verletzt war durch Dinge, die in meiner Kindheit passiert sind, wo ich Übergriffe erlebt habe und wo ich heute in Bereichen stehen darf und Menschen dienen darf, da, wo ich früher so verletzlich war. Und ich erlebe, wie Gott sich dazustellt und wo er immer neu gibt und mich immer weiter voranbringt. Und das wünsche ich dir auch so sehr, dass du wirklich den Mut aufbringst zu sagen, ich lasse jetzt hier und heute los. Ich lasse es bei Jesus. Wenn du dir das vorstellen kannst, dann möchte ich dich jetzt einladen, mit mir zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und ich danke dir, dass du all das auf dich genommen hast, dass du vergeben hast, dass du ja vergeben hast, damit ich wieder vergeben kann, dass du dein Blut gegeben hast, dein Fleisch gegeben hast, dein Körper, damit ich vor dir frei sein darf. Und ich möchte dich bitten, dass du eine jede Person, die jetzt in diesem Moment angerührt ist und die vor dir abgeben möchte, dass du ihr hilfst, dass du wirklich die Schuld, die Verletzung jetzt auf dich nimmst, damit sie diese Last nicht mehr tragen muss. Ich bitte dich, dass du jetzt mit einem Gefühl der Freiheit kommst, Vater. Dass du, Jesus, ihr zeigst, dass du es für sie nimmst. Dass du es in deinen Verantwortungsbereich nimmst. Dass du Freiheit schenkst, dass du Frieden schenkst, dass du Ruhe schenkst und dass du das Beste draus machst. Auch wenn es nicht dein Plan war, dass wir so verletzt wurden. Du wolltest das nicht, Jesus. Du hast wahrscheinlich mit uns geweint und ich danke dir dafür, dass du niemals jemanden von uns im Stich gelassen hast, sondern immer die Wege treu mit uns gegangen bist und auch jetzt nicht aufhörst, sondern jetzt wirklich deine Freiheit schenkst und deine Hoffnung neu einziehen darf. Wir legen dir alles hin,
was wir selbst an Schuld haben, bitten dich um Vergebung. Wir legen dir alles hin, was andere Menschen uns aufgeladen haben. Und wir lassen es bei dir, Jesus. Wir geben es dir. Mach du frei. Danke dafür. Amen. Wenn dir dieser kleine Input gefallen hat, freue ich mich, wenn du mich verlinkst, wenn du mich abonnierst oder wenn du mich likest und dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss!